Fertig? Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu dem Bühnenereignis des Jahres, Schillers sämtliche Werke. Leicht gekürzt. Und begleiten die uns durch das Bühnengesamtwerk des wahrscheinlich größten deutschen Dramatikers an nur einem Abend. Tauchen Sie mit uns ein in eine ebenso wahnsinnige wie atemberaubende Welt eines Mannes, dem das Theater alles war. Folgen Sie uns in eine Welt der geistigen, sprachlichen und formalen Schönheit. In eine Welt voller Intrigen, Perversionen und Verrat. Eine Welt voller Liebe, Intensität und höchster Gefühle. In eine Welt voller Leben. Ja, Leben. Toll. Folgen Sie uns in den Schädel. In das Herz. In den Bauch. Und in die Eier des Mannes, dessen Name zum Inbegriff deutscher Dichtkunst wurde. Friedrich Schiller. Unser Schiller. Unser Schiller. Der 1789 geborene Johann Christoph Friedrich Schiller, ab 1802 dann, wie Sie alle wissen, von Schiller, gilt bis heute zu Recht als einer der größten, und wenn Sie mich fragen, als der größte deutsche Dichter. Und neben Johann Wolfgang von Goethe, als einer der prägendsten Vertreter der Weimarer Klassik. Schiller! Ein Weltenbürger, der keinem Fürsten dient. Ein radikaler Gedankenschöpfer und rücksichtsloser Zerstörer armseliger Lebenslügen. Der Quentin Tarantino unter den Klassikern. Schiller, ein romantischer Idealist, ein hochemotionaler Frauenheld, dem das schöne Geschlecht schon immer näher stand als der schnöde Mammon. Dessen Organe leider viel zu früh versagten, dessen Herz aber bis heute schlägt. Schiller! Einfach ein cooler Typ. Ja. Wirklich, was der so geschrieben hat, ja? Also, Faust 1 und Faust 2. Also Faust 3. Nein, Faust 3 war doch gar nicht von dem. Ach nee, das war von Leibniz. Und Leibniz ist von Basel. Ganz genau. Seit Jahrhunderten gibt es diesen einen Schiller für uns. Doch heute Abend wollen wir für ihn sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der zungewandte Frauenversteher Uwe Frisch Niebenau! Rhythmische Naturtalent Till Beckmann. Wissen Sie mit mir den Mann, der Zwiebeln und alles andere zum Heulen bringt? Das Explosivgemisch vom Niederrhein. Hilmi the Söhne. Action-Film-Lexikon Nils Beckmann. Stehen. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, wir wollen ihn pflegen in Tagen der Krankheit. Unterschlupf gewähren auf der Flucht vor den Scherben des Herzogs. Und wir wollen ihn anfeuern bei seinen flammenden Plädoyers für die Freiheit der Kunst. Wir wollen an seiner Seite faule Äpfel schlupfen. Ja, mit ihm unsere Gesichter in feuchte Venushügel pressen. Und wir wollen ihn folgen ins Herz der Finsternis. Zu Ferdinand, dem Sohn des Mafia-Paars. Ja. Der unschuldigen Bürgertochter. Zu den sich hassenden Brüdern, Karl und Franz. Zu Don Carlos und allen anderen. Schiller! Die Höhepunkte aus einem fast Dutzend schillernder Meisterwerke. 11 Theaterstücke an einem Abend für eine Kohle. Das spart Zeit, das spart Geld. Und das bringt sie in die Lage, mitzureden bei allen Feierlichkeiten rund um seinen 255. Geburtstag. Wir stimmen Sie ein. Wir. 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 Und ich. Doch, die Kunst soll ein Licht in unserem Verstande und eine wohltätige Begeisterung in unserer aller Herzen entzünden. Was ist denn mit ihm? Ich glaube, Schiller chillt. Was? Er chillt nicht, ich glaube, Schiller stirbt. Der Abend hat doch nicht mal angefangen und er stirbt schon. Ja, da guck. Er hat doch 255 Jahre durchgehalten, da kommst du doch jetzt auf 102 Stunden mehr oder weniger auch nicht an. Ja, Herz, Lunge, Niere, alles kaputt, da muss man sich wundern, dass er überhaupt 255 Jahre durchgehalten hat. Was scheren mich Lungen und Nieren? Der Wille ist das entscheidende Organ. Boah. Glaubst du, man kann weiterleben, nur weil man es will? Keine Ahnung, der Einzige, der Medizin studiert hat, ist er selbst. Ich denke, das ist ein Dichter. Aber auch ein Arzt. Dann soll er doch eine Szene dichten, in der wir ihn retten. Ja, ja. Wie bei Grace Anatomy. Ja, geil. Mit dem Defibrillator und allem drum und dran. Aber wo sollen wir jetzt einen Defibrillator hernehmen? Also ich glaube, ich habe noch ein Starthilfekabel im Auto. Pulp Fiction! Was hat er gesagt? Pulp Fiction.
Fiction, das ist doch der Film von Tarantino. Die Natur bereitet eine Zerstörung, um neu zu gebären. Oh, ist Pulp Fiction nicht der Film, wo Michael Madsen den Polizisten die Ohren abschneidet? Ich mach das mal eben. Nein, das ist der, wo John Travolta Uma Thurman die Adrenalinspritze ins Herz jagt. Ach, Uma Thurman. Pfui! Pfui über das schlappe Kastratenjahrhundert! Zu nichts nütze, als die Taten der Vorzeit wiederzukäuen und die Helden des Altertums zu schinden mit Kommentationen und zu verhunzen mit Trauerspielen. Oh, stark, Alter, der geht ab, oder? Psst. Das ist Karl Moore. Aus dem Musikantenstaat? Oh, nein! Moore, nicht Moik. Karl Moore aus den Räubern. Schillers erstes Stück. Ja. Mensch. Falsche, heuchlerische Krokodilbrut. Ich will den Ozean vergiften, dass sie den Tod aus allen Quellen saufen. Boah, der ist aber ganz schön unausgeglichen, was? Dein Vater hat ihn gerade enterbt. Ja, kein Wunder, so wie der drauf ist, hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Das hat er aber nur gemacht, weil sein anderer Sohn, der olle Franzl, so fiese Lügengeschichten über den schönen Karl erzählt hat. Ich habe keinen Vater mehr. Ich habe keine Liebe mehr. Und Blut und Tod sollen mich vergessen lehren, dass mir jemals etwas teuer war. Das ist jetzt aber typisch deutsch, oder? Diese Stadt so mit dem Vater mal in Ruhe zu reden, ist mal wieder, gleich wieder alles so Blut und Tod. Hey Papa, hör mal, Blut und Tod. Ja, Blut. Ist ja gut. Ja, was musst du gerade sagen? Entschuldigung. Ihr Türken, ihr rastet doch auch immer total schnell aus. Hat man doch in Dortmund gesehen. Das war aber ein spezieller Spartensender, glaube ich, oder? Was soll das jetzt mit ihr Türken? Ja, warum? Du ziehst doch hier die Hitlerkarte. Yeah. Ja, was denn? Ich das stimmt, ich gerade 10 Minuten an und du laberst mal wieder von Blut und Boden. Merkst du das eigentlich noch? Jetzt hör mal genau hin, du Kurdenschreck. Ja. Ich hab gesagt Blut und Tod, nicht Blut und Boden. Ach ja, da wird der Germane nach 1000 Jahren plötzlich feinsinnig. Ja, ja. Bitte hey, auch. Hey. Das ist immer schön. Ja, wenn ich hier schon die Köpfe einschlagen wollte, dann bitte in den entsprechenden Rollen. Die Leute haben bezahlt. Ja, wie denn? Hat sich doch gleich die Hauptrolle gegriffen, der Kollege. Der ja, genau, sag mal, warum hast du nicht, dass mein Freund Helmi spielt? Dein Freund heißt Hilmi. Ach so. Wir spielen heute Abend tütenweise Hauptrollen, der. Wer kann doch mein Bruder spielen? Franz Moore. Stimmt. Ja. Kannst du das denn? Was? Schiller sprechen. Schiller. Geht. Spielt der jetzt mein Bruder oder was? Ist das okay für dich, Hilti? Hilmi. Hier, Bruder, her. Dein Text. Ja. Cool, das ist ja geil. Ist das meine Rolle? Ja, ich meine, falls du es hinkriegst. Ansonsten, sieh mal, hier gibt's noch. Nee, hier gibt's auch ganz viele Statisten hier. Sieh mal, Pagen, Gaukler, allerlei Volk. Vielleicht ist das was. Wenigstens einer lacht. Ja, ist richtig. Ich habe große Rechte. So, ich habe große Rechte, über die Natur sehr ungehalten zu sein. Und bei meiner Ehre, ich will sie geltend machen. Warum bin ich nicht als der Erste aus dem Mutterleib gekrochen? Warum nicht als der Einzige? Ey, du bist hässlich. Was willst du denn? Mann in der Rolle! Warum musste die Natur mir diese Würde von Hässlichkeit aufladen? Warum gerade mir die Lappländernase? Gerade mir das Mohrenmaul, diese Hottentottenaugen! Und du hast einen Buckel! Wirklich? Ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Haufen geworfen und mich daraus gebacken. Die hängt auch immer so ein langer Sabberfaden hier. Mord und Tod! Wer hat sie die Vollmacht, jedem dieses zu verleihen und mir vorzuenthalten? Warum gehen sie so parteilich zu Werk? Ins Mikrofon. Ich habe große Rechte, über die Natur sehr ungehalten zu sein. Und bei meiner Ehre, ich will sie geltend machen. Ihr findet es wohl gut,
Haus ist rund, mein Schiffermund tut euch nun kund. Ich hab allen Grund, über die Natur sehr ungeheim zu sein. Wenn diese Fratze sieht, wir bekommen leise Schauer, Kinder schreien, alles flieht, die Milch wird sauer, mit Schönheit nicht gesegnet. Ich bin nur ein Subjekt, den niemand fern begegnet. Voll Fest ist kein Anstand. Warum hab ich nur dies Gesicht, das nur Geschlecht im Fund verlegt? Oh, ich wär so gern. Franz von Moor in der Räuber-Uraufführung 1782. Jemand wie du soll mich gespielt haben? Du dummer kleiner Bär. Ich habe dich doch nicht gespielt. Ich war du. Und du warst ich. Ich habe dich zu Gast sein lassen in meinem Schauspielerkörper. Ich war nie zu Gast in deinem Schauspielkörper. Schade. Ich habe den Friedrich ja noch persönlich kennengelernt. War ein äußerlich kein großes Ereignis. Schlachsig, voller Sommersprossen, immer ein bisschen sehr nachlässig gekleidet. Und dann dieser grausame schwäbische Dialekt. Ifland, ich will dir was erzählen. Aber seine Stücke Kinder. Zucker! Zucker, sag ich euch! Voller Mannsbilder, Draufgänger und echter Kerl. Zum Beispiel diese Bande der Desperados, die der Karl um sich schart. Wen haben wir da? Ratzmann, Roller, Grimm, Schweizer, Spiegelberg. Ihn mit Roller gefangen genommen und zum Tode verurteilt. Aber Karl befreit ihn. Auch wenn er dafür eine ganze Stadt niederbrennen lassen muss. Und dann werden die Räuber gejagt von den Truppen des Herzogs. Aber sie töten sie alle. Verlieren dabei nur einen einzigen Mann. Die Räuber. So eine Art Lawrence von Arabien in den böhmischen Wäldern. Das klingt ja wie Rambo 4 im Duisburger Zoo. Totaler Macho-Kraft, für einen Mann eine ganze Stadt niederzubrennen. Ja, aber echt, na gut, wenn's Bock auf Kirchhellen werfen. Was kann man echt mit Anfang 20 schreiben? Unterschätzt mir mal die Räuber nicht. Da ist eine super Frauenrolle drin. Amalia, die hoffnungslos in den guten Karl verliebt ist, aber gleichzeitig vom bösen Bruder Franz bedrängt wird. Nicht so ungestüm, allergnädigste Prinzessin. Franz spricht. Wenn man nicht antwortet, so wird der Befehl. An den Haaren will ich dich in die Kapelle schleifen, dein jungfräuliches Bett im Sturm ersteigen und deine stolze Scham mit noch größerem Stolze besiegen. Da! Nimm dies zur Aussteuer hin. Nicht meine Gemahlin. Die Ehre sollst du nicht haben. Meine Mätresse sollst du werden. Dass die ehrlichen Bauernweiber mit dem Finger auf dich zeigen, wenn du es wagst und über die Gasse gehst. Ja, knirsche nur mit den Zähnen. Speie Feuer und Mord aus den Augen. Sticker meines Weiches. Mach dich nur schön, begehrenswerter. Komm mit in meine Kammer. Jetzt gleich sollst du mit mir gehen. Na gut. Hier kannst du sehen, was ich aus dir mache. Ich bin ein Weib, aber ein rasend Weib. Und wenn nur einmal deine obszönen Finger mein Leib betasten, soll dieser Stahl deine geile Brust Hey, jetzt übertreibt man nicht. Das ist auch nicht meine Brust.
Das Theater liegt bei den Chimäre einem Irrenhaus. Rollende Augen, geballte Fäuste, heisere Aufschrei. Wildfremde Menschen fielen einander schluchzend in die Arme. Und Iffland Darstellung des Franz, so hieß es einhellig, war von atemberaubender Intensität. Eine schauspielerische Glanzleistung, die noch über Jahrhunderte... Ja, ist ja gut. Was denn? Die Leute waren früher so. So aufgekratzt und tuntig, oder wie? Nein, von sich überzeugt. Wenn die sich gut fanden, haben die es einfach auch mal gesagt. Ich bin gut, das ist auch gut, so gut. Das ist stark. Das muss man sich mal vorstellen. Selbstbeweihräucherung, ohne jede Ironie, sich hinzustellen und zu sagen, dass man toller ist als alle anderen, das wird heutzutage niemand mehr machen. Nein, die Ironie wurde nun einmal erst viel später entwickelt. Stimmt. Und zwar 1961 von Walter Ulbricht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Leider hat die SED den Unterhaltungswert der Ironie damals nicht ausreichend erkannt. Und deswegen hat die SED die Ironie nach Kuba exportiert. Woraufhin Fidel Castro den Strand, an dem er gerade 90 amerikanische Kommunistenhasser erschießen lassen, in einem Anflug von Witzigkeit Schweinebucht nannte. Na gut, das fand jetzt niemand witzig. Daraufhin hat man die Ironie mit einer Mittelstreckenrakete russischer Bauart nach Kalifornien geschossen. Wo sie in dem Vorgarten von Steve McQueen explodiert. Das Raketenwrack in ein Rennauto umgebaut hat. Die herumliegenden Ironieteilchen neu zusammengesetzt und hat. Und so aus den Bestandteilen der Ironie eine schöne Coolness gebracht. Damit diese als Franchise-Konzept weiterverkauft. Und den Weltruhm begründet hat von... Clint Eastwood. Und Bruce Willis. Willy Brandt. Und Nils Beckmann. Hörst du das? Ja. Kann jeder, jeden kackt's hier ab an der Stelle. Du hast gesagt, das ist die Stelle, wo sie mit den Füßen auf den Boden trampen. Ja, hatten wir auch schon mal. Ja. Heute nicht. Nee, können wir die Ironie-Szene einfach rausnehmen? Ja, alles klar, wir streichen die ganze Szene, nehmen sie raus. Ja, komm, wir haben gewonnen, wir hauen die raus. Ja. 1702 Notizen streichen, ja, über die Szene. Wir nehmen die einfach wieder raus. Okay? Ich fand die sowieso immer dumm, die Szene. Also 1782 hat das Theater auch noch völlig ohne Ironie und Coolness funktioniert. Stattdessen gab es echte Begeisterung. Seitens der Zuschauer, aber auch seitens der Theatermacher. Jetzt war Schiller aber nicht so blöd, sich als der neue deutsche Shakespeare hinzustellen. Nein. Im Gegenteil. Er hat nach der Räuber-Uraufführung einen Verriss seiner eigenen Inszenierung geschrieben, anonym. Und darin behauptet, dass das halbe Stück von Shakespeare geklaut sei. Verstehe ich nicht. Na, es war egal. Die Hauptsache war, dass er in seinem Artikel die Namen Schiller und Shakespeare untrennbar miteinander verbunden hat. Das ist es, was hängen blieb. Ja, er konnte in aller Ruhe seine eigene Inszenierung verreißen. Aber er hatte seinen Namen untrennbar mit dem von Shakespeare verbunden. Schiller, du coole, alte, abgefuckte Sau. Es ist so, es gibt keine schlechten Kritiken. Alles, was über ein Stück geschrieben wird, kommt diesem Stück zugute. Kannst also ruhig weiter ätzen, ne? Du Stadelmeier aus Rheinhausen hier. Jetzt lass dir meinen Bruder, der ist von der Watz. Ist scheißegal, wo der ist. Der kann von der Watz sein, RP, Spiegel Online oder diesem Feuilleton aus Frankfurt oder was weiß ich. Nein, das ist mir, ich kann diese blassierten Kritikerfressen nicht mehr sehen. Die kommen hier hin und denen ist es total egal, worum es inhaltlich geht. Die geilen sich daran auf, dass sie hinterher ablästern können, ja? Aus dem Dunkeln hinter ihrem Schreibtisch, ja? Wie so ein Schreibtisch steht. Dann guckt der nochmal, wie der sitzt und sagt, Kuli und den Block, ja? Wie so ein Block war, du Eichmann! Musst du mal rauf. Ja, das hat Eifeld und jetzt Eichmann. Ja. Was ist eigentlich los mit dir? Was weiß ich. Der Vorverkauf wird eh total schlecht. Weiß ich. Aber du hast gesagt, pass auf, wenn morgen in der Zeitung steht, ich hätte dem in die Fresse gehauen, dann haben wir die Hütte doch hier voll. Aber doch nicht. Warum? Du hast gesagt, es gibt keine schlechten Kritiken. Alles, was geschrieben wird, kommt dem Stück zugute. Aber... Und deswegen hau ich den jetzt in die Fresse! Okay, Entschuldigung. Ja. Man hört sowieso Pipifax, Debüterfolg. Wenn der erste Text so richtig reinkommt, warten alle nur, was als nächstes kommt. Sag mal, Uwe, hat Schiller auch ein zweites Stück geschrieben? Nee, nur ein drittes. Wow. Die Verschwörung des Fiesco zu Genua. Die Verschwörung? Was? Verschwörung des Fiesco zu Genua. Was ist denn das für ein Titel? Ich meine, die Räuber war doch ein Spitzentitel, oder? Und jetzt die Verschwester? Verschwörung des Fiesco zu Genua. Ja.
klingt total kompliziert. Gut, das war's auch. Nachdem Schillers Erstlingswerk ein sensationeller Erfolg war, wollte er bei seinem zweiten Stück alles noch besser machen. Er hatte Shakespeare hoch und runter gelesen, Klopstock von rechts nach links. Die alten Griechen, die hat er inhaliert, wie diese stets fauligen Äpfel in seiner Schublade. Sein Fiasko sollte noch dramatischer sein als die Räuber, noch genialer konzipiert, noch brisanter in seiner politischen Aussage, noch unanfechtbarer in seiner ästhetischen Qualität, noch tadelloser, einfach noch bewundernswerter. Eine Herangehensweise, die ja leider selten von Erfolg gekrönt ist. Wieso hat er mal diesen faulen Äpfeln gesneeft? Um sich hochzupuschen, um sich runterzubringen, um sich konzentrieren zu können. Der brauchte das einfach. Krass. In Japan gibt es ja Automaten, da kann man gebrauchte Frauenunterwäsche ziehen. Naja, also es sei denn, sie ist von Uma Thurman. Ah. Ja, sag mal, worum geht's denn eigentlich in diesem Pesto? Fiasco. Das ist so, also. Die Geschichte rein. Was sind da für Rollen drin? Er hat's doch eh nicht gelesen. Oh. Ja, klar. Ich glaube, nicht einmal Schiller selbst wusste, worum es da ging. Ja, was verzählt ihr dafür? Wahnsinns mischt! Was jetzt für ein Dialekt? Ich hab doch gesagt, er hat extrem geschwärdet. Liebe Kollege, nach der Folge, wo mir mit der Räuberkapitän, habe ich neue Stücke vorzustellen. Die Verschwörung des Fiasco zu Genua haben mich schnell verzählt, ne Schauplatz der schöne Böblingen. Das war ein Witzle! Das ist Genua, was beherrscht wird von der Adlige, die man Doge nennt. Und der Oberdoge ist Andrea Doria und Andreas keine Frau, ein Neu, das ist ein Kerl und zwar ein widerlicher Saubbügel. Und der Neffe von dem, der Genertino, ist auch ein widerlicher. Und wie man das jetzt vorstellen kann, soll der natürlich der neue Herrscher von Genua werden, ja? Weil der Alte ein bisschen runzig geworden ist, das habe ich erzählt, gell? Und das finden aber die Eselleute von Verdin ja gar nicht gut, von Genua gar nicht gut. Und die Eselleute sind der Verdiner, Boccaccino, Caconio, Sacco und Fiasco. Ich mach den Fiasco. Und der Verdiner hat eine Tochter, die heißt Berta, die wie ein Boccaccino sammelt und dann aber vom Giannettino verqualtigt wird. Und der Fiasco hat heute noch Gianni Julia geworden, was die Nichte von der Doge ist. Das habe ich erzählt, gell? Und weil jetzt der Caconio und der Sacco nicht wissen, ob der Fiasco jetzt für oder gegen die Doria ist, weil das einerseits mit der Leonora verheiratet, andererseits tut er noch schöne Julia an, was die Schwester von den Neffen von der Doge ist. Und dann schickt er mit hin und Boccaccino los, den tot zu machen. Das macht er aber nicht, der junge Gistel. An Neu, was macht er? Er stickt der Giannettino, um Berta zu rächen. Und jetzt damit eine Doge in der Mordspanik. Und der beauftragt den Mullah Hassan, was ein schwarzer Negermäus, den Fiasco tot zu machen. Habt ihr alles verstanden? Ist das saumäßig spannend, gell? Schiller ist zwar unbestritten unser größter Dramatiker, aber ein hundsmiserabler Redner. Ich kann euch das Stückle mal vorspielen. Und ein noch schlechterer Schauspieler. Holla! Holla! Oh, meine Vernunft heischt mich, das Knie des Untertans vor dem Blut des Dogen zu beugen. Aber mein Herz schlägt für die schöne Julia. Holla! Die Freude feier ihr Meisterfest und der Boden meiner Zimmer lecke zyprische Nektar. Und grüß dich, mein Lieber. Grüß dich, Ifland. Kann ich dich einmal kurz unter vier Augen? Das ist selbstverständlich. Gut, wir flanieren darüber. Was hast du dir eigentlich gestern dabei gedacht? Wir hatten gestern Premiere mit einem Fiasco. Das war ein Fiasko. Das war ein Totalausfall. Nicht einmal ich hab's retten können. Wie redest du mit dem Dichter? Ja, diese ganzen Belehrungen und Konzepte über die Freiheit und den Republikgedanken. Politik ist doch kein Futter für einen Schauspieler von Format. Moralische Anstalt. Moralische Anstalt. Wo ist denn die Liebe? Wo ist das Böse? Wo ist die Angst, die Lust an der Vernichtung? Wo ist überhaupt der Sex? Ach, ich glaube, die ewige Lust nach dem Schlüssellochtheater, das ist ein Trauerspiel. Trauerspiel. Apropos Trauerspiel, da habe ich noch ein neues Stück hier vorzustellen. Ach ja? Ja, und das Stück handelt von der Liebesgeschichte zwischen Mann und der Frau. Das ist ja noch eine ganz spannende Geschlechterkombination. und das Stück heißt nach der Hauptfigur Luise Millerin. Luise Millerin? Ja. Luise Millerin. Friedrich, wer soll denn bitte zu einem Stück kommen, was Luise Millerin heißt? Wieso? Feministische Frauengruppen, die sich mit Prosecco besaufen und plötzlich halt kippeln, weil sie mal raus dürfen? Das ist doch kein Name für ein Stück! Iflach! Hätte
hätte es ja gleich Erika Mustermann nennen können. Nein, das muss doch etwas Packendes, etwas Allumfassendes sein. Etwas wie Krieg und Frieden. Sturm und Drach. Dick und doof. Rock'n'Roll. Koppenrad und Wiese. Kabale und Lieb. Blitz, Ivlan, das ist es. Du bist ein Marketing-Genie. Was Schiller zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass Kabale und Liebe eigentlich keine Liebesgeschichte erzählt, sondern ein Vater-Sohn-Konflikt, der auch bei den Räubern schon ein zentrales Thema war. Es geht also gar nicht um Ferdinand und seine Luise, sondern es geht um Ferdinand und seinen Vater, den Präsidenten. Spitze. Okay, welchen von beiden spiele ich? Welchen? Was? Ja, Vater und Sohn. Ja. Spiele ich den Vater, okay? Könnte Ihnen das bitte einmal kurz jemand erklären? Nee, ich hab's verstanden. Nee, der Vater und Sohn. Ja, der Präsident ist ein Repräsentant des urdeutschen Adels. Also. Alles klar. Ja, und der Ferdinand, das ist so ein jugendlicher Frauenversteher, könnte vielleicht... Oh, Uwe, ist ja Jungs, ich will jetzt auch mal eine richtige Rolle in dem Schiller Hattest haben. Hattest du doch gerade. Nicht nur so Typen mit Laubblätter, Nase und Mülleimer und Rücken. Ich komme mir langsam vor wie so ein Gastarbeiter hier. Hör mal, Handy. Uwe, heißt Handy, pass mal auf. Als der Schiller seine Stücke geschrieben hat, ja, also da gab es ja noch keine Türken. Also hier, als der Schiller seine Stücke geschrieben hat, hat er so Typen wie dich nicht auf dem Zettel gehabt. Typen wie dich? Ja. Es ist aber nicht so, also... Hey, alles gut. Es ist nicht so, dass ihn Randexistenzen nicht interessieren. Randexistenzen? Ja, er hat jede Menge Typen wie dich auf dem Zettel. Nein, also jetzt nicht direkt Türken, aber zum Beispiel... Wahnsinnige, Syphilitiker, Trunkenbolde, Zauberer, ja, Prostituierte, Frau, Typen, hey, könnt ihr doch euren Schiller ohne spielen? Ich meine Indy, Flummi. Flummi. Egal, weißt du? Egal. Ah, Namen, weißt du, hier der Hippie und die Tunte haben keine Ahnung. Wer ist wer? Das ist eine reine Eitelkeitsnummer von denen, dass die dir keine große Rolle geben wollen. Schauspieler wollen die guten Sachen selber spielen, das ist so, das hat mit dir persönlich gar nichts zu tun. Du bist richtig gut, du machst das am besten fast. Also du bist richtig gut. Oh, danke, das tut mir jetzt richtig gut, fast. Kollege. Dann spiele ich jetzt aber Schiller. Was? Nein. Wie nein? Ja, schlachsige Figur, rote Haare, Sommersprossen. Ja, rote Haare, Sommersprossen. Du hast den auch gerade gegeben. Ja, das ist ja was anderes. Was ist denn daran anders? Ja, sieh doch mal, der Unterschied zwischen uns beiden, der ist doch... Ja, der würde mich interessieren. Wie sag ich das jetzt? Na, lass dir Zeit. Das ist doch... Also... Soll ich einen Euro einschmeißen oder geht's um? Mensch, Jungs, die Türken stehen kurz vor Weimar, macht was! Was? Vor Weimar? Man muss doch nicht schwebeln können, um das auszudrücken, was Schiller wirklich ausmacht, oder? Ja. Da sind wir uns ja ein. Hey. Jetzt hör mal auf, mit Hand zu fassen die ganze Zeit. Du hast so weiche Haut. Hey. Also kann ich jetzt mal nicht mehr rückhalten? Die steht mir besser. Du hast schon eine. Kannst du haben. Ey, nicht aggressiv werden, ja? Fall du nicht da rein. Ja, ja, komm, wir sind auf deiner Seite. Ja, voll, das merke ich. Ja, und wir verstehen dich auch, wir können uns auch in dich hineindenken. Ja. Also wenn wir Deutsche eins können, ist hineindenken. Ja. Und wir sind tolerant. Total tolerant. Ja. Zum Beispiel, ich muss ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bei den Proben hat er immer so würzige Bällchen mitgebracht. Wie hießen die nochmal? Hast du einen anderen Waffel? Falafel. Haben wir nichts gesagt, obwohl das sehr stark gerochen hat. Und ihr bringt auch so viel frischen Wind mit, ja, so kulturellen Input. Und Wasserpfeifen. Kultureller Input mit Wasserpfeife, ja. Alles klar. Aber wenn mal WM ist und ihr dabei seid, dann dürft ihr auch eure Fädchen an eure Autos machen, obwohl das unser Land ist. Wirklich andere Sprachen. Ja. Ich erklär's mal anders. Also, wir trinken Bier und du trinkst Chai.
hier Butterbrot, bei dir Adarakeba. Zum Frühstück oder was? Fünfmal am Tag betest du in deiner Moschee. Ich bete in meiner Moschee. Hast du mich überhaupt schon mal in der Moschee gesehen? Euer Allah hält euch ja ganz schön auf Trab. Du musst dich hier erst einmal orientieren. In der Zivilisation. Demokratie und Emanzipation. Das alles ist für dich ein bisschen ungewohnt. Oh, schau ein Alien, ein Gastarbeiter-Alien, Türkischmann in Deutschland. Oh, wir verstehen dich gut, schau tief in eure Seelen, Türkischmann in Deutschland. Das ist peinlich. Thema Ehrenmorde, Zwangsheirat. Da stellst du dich ja auf stur. Ach ja? Deshalb seid ihr auch noch nicht in der EU. Da wird keiner Mitglied, der nicht schwur. Schneller! Oh, schau ein Alien, ein stark behaartes Alien. Türkisch Mann in Deutschland. Oh, deine Knoblauchfahne wird uns echt was fehlen. Türkisch Mann in Deutschland. Wisst ihr was, Jungs? Leck mich am Arsch. Das ist jetzt peinlich, Helmi. Leck mich am Arsch von Goethe, nicht von Schiller. Für einen Job im Gemüseladen reicht wahrscheinlich noch. Job im Gemüseladen, Alter, geil, der noch nie gehört. Ach, du bist aber auch heute sensibel, oder? Ja, total. Das mit dem Gemüseladen hättest du aber auch echt sparen können. Uwe, du wolltest ihm die Perücke nicht geben, ja? Mach mich jetzt nicht an. Eigentlich mal überlegt, wer die ganzen Randexistenzen spielt, wenn hier mir jetzt geht. Du? Du. Ich? Ja. Ich bin ja wohl kein Randexistenzendarsteller. Doch, nein! Hey, du hast hier gerade eine 1er Tunte hingelegt. Jetzt. Homosexuelle sind doch keine Randgruppe. Ja, in Köln vielleicht nicht. Das ist jetzt dein Problem mit Köln. Ich habe überhaupt kein Problem mit Köln. Ich habe ein Problem damit, dass wir ein Stück mit 4 Figuren zu dritt spielen sollen. Rütli! Du, es reicht ja als Hilmi, nicht Rütli. Rütli schwur! Hilmi! Wenn du jetzt gehst, brichst du den Rütli-Schwur. Phil, nein! Der Rütli-Schwur ist aus dem Jahre 1804. Wir sind doch erst bei Kabale und Liebe im Jahre 1784. Captain, bei allem Respekt, aber mit dieser Abkürzung gefährden wir das Zeitraumkontinuum. Ach ja? Ja! Aber wenn wir den Rütli-Schwur nicht vorziehen, dann werden wir ihn verlieren. Captain, die Direktive der Föderation erlauben keine Zeitraumparadoxa. Und gibt es auch eine Direktive, die mich zwingt, einen meiner Männer zurückzulassen? Natürlich nicht. Captain, nach meinem Belächeln haben wir nur noch 30 Sekunden Zeit ohne Rütli-Schwur. Ich habe aber keine Lust mehr, mich von eurem xenophobischen Ausgrenzungswahn fertig machen zu lassen. Nein, gut. Und ich will auch richtige Rollen mit euch zusammenspielen. Gut. Und keine Diskussion mehr, ob ein Türke Schiller sprechen kann. Nein, nee, Entschuldigung. Okay. Dann bin ich wieder mit dabei. Sauber, ey. Die nächste fette Hauptrolle ist dein. Reife deine Liebe fest. Und ihr reißt die Eulen. Und so wie wir 4 Männer jetzt unter uns die Hände zusammenflechten, redlich und ohne Falsch, so wollen wir auch als Föderation zum Strutz und Schutz zusammenstehen. Auf Tod und Leben. Auf Tod und Leben. Aber das ist kein neuer Versuch, mich zu veräppeln. Es ist kein neuer Bund, den wir schließen. Ein uralt Bündnis aus alter Väterzeit, das wir nur erneuern. Wisset, Eidgenossen, ob uns der See, ob uns die Berge scheiden und jedes Volk sich für sich selbst regiert. So sind wir eines Stammes doch und Bluts. Und eine Heimat ist es, aus der wir stammen. Türkei!
Deutschland! Westerwald! Schnettentrop! Also Schnettentrop, das liegt bei Altendorf-Ulfkotte. Dann sagen wir doch einfach Europa! Europa! Vereint über alle Ländergrenzen hinweg. Frieden! Freiheit! Gurkenkrümmungswinkelverordnung. Es gibt Europa braucht Pathos und Zusammenhalt. Ja. So. Wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern. Keiner Not uns trennen und Gefahr. Die nächste fette Hauptrolle. Ist seine. Seine? Korrekt. Auf Tod und Leben, Digga. Und damit zurück zu Kabale und Liebe. Ein einig Volk von Brüdern. Und zu der Geschichte von Ferdinand und Luise. In keiner Not uns trennen und Gefahr. Uns trennen? Woher nimmst du diese Ahnung, Luise? Weser den Bund zweier Herzen zerreißen oder die Töne eines Akkords auseinanderreißen. Mach mal halt, lass Uwe. Ich bin des Präsidenten Sohn. Darf ich vorstellen, mein Vater, der Präsident am Hof zu Württemberg. Wurm, sein Sekretär. Und jetzt bist du dran. Text. Was ist denn für ein Text? Wie sehr fürchte ich ihn, diesen Vater. Oh, wie sehr fürchte ich ihn, diesen Vater. Ich fürchte nichts außer den Grenzen unserer Liebe. Lass auch Hindernisse wie Gebirge zwischen uns treten. Ich will sie für Treppen nehmen und über sie hinwegfliegen in Luises Arme. Also nichts mehr von Furcht, meine Liebe. Ich will über dir wachen wie der Zaubertrach, über dem unterirdischen Gold. Du brauchst keinen Engel mehr. Ich will für dich empfangen. Jede Wunde. Nichts mehr, ich bitte dich, schweig. Du weißt nicht, dass deine Worte mein Herz wie Furien anfallen. Welche Anwandlungen? Diese wilde Wünsche werden in meinem Busen rat. Du hast den Feuerbrand in mein junges, friedsames Herz geworfen. Und es wird nimmer gelöscht werden. Ein ernsthaftes Attachement. Oh ja. Mein Sohn? Nein, Wurm. Das macht er nimmermehr mich glauben, dass mein Sohn einer Bürgerkanaille den Hof macht. Oh doch, Exzellenz. Fraterin sagt, meinetwegen Empfindungen vorplaudert. Das sind Dinge, die ich möglich finde, verzeihlich finde. Aber die Tochter eines Musikers, das schönste Exemplar einer Blondine, die nicht zu viel gesagt unter den ersten Schönheiten des Hofes noch Figur machen würde. Das Mädchen ist schön, keine Frage. Oh ja, das ist sie. Das ist es, was an meinem Sohn mir so gefällt, dass er Geschmack hat. Das hat er, Exzellenz. Spielt er den Närrin ernsthafte Absichten vor, umso besser. Das beweist, dass er Witz genug hat, sich in seinen Beutel zu lügen. Er kann Präsident werden. Wie ich. Komm, Sohn, umarme mich. Küss diesen Ring. Ihr seid sehr gnädig heute, Vater. Heute? Und das heute mit dieser derben Grimasse. Ich spreche zu meinem Sohn. Wem habe ich dich im Wegräumen meines Vorgängers Platz gemacht? Doch mir nicht, Vater. Doch auf mich soll nicht fallen dieser blutige Widerschein des Frevels. Die herrlichsten Aussichten breiten sich vor dir auf. Vor dir, nicht vor Fredo oder Sonny. Eine ebene Straße zum Throne selbst. Das ist ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Wer sind jetzt Fredo und Sonny? Na, deine beiden Brüder. Du weißt, wie Fredo ist, er ist kein schlechter Mensch, er ist. Eine Abfriedung. Und Sonny ist so impulsiv, beide sind nicht geeignet, die Familie zu führen. Deswegen habe ich dich ausgewählt. Michael. Michael? Aber das ist alles aus dem Paten, was du da erzählst. Ja,
Wir sind hier aber gerade bei Kabale und Liebe, Exzellenz. Das ist doch das Gleiche. Was? Friedrich Ford Coppola. Hä? Francis Ford Coppola hat oft aus Literaturverlagen Filme gemacht. Ja. Aus Herz der Finsternis von Joseph Conrad wurde Apokalypse Now und aus Kabale und Liebe von Schiller wurde der Pate. Das ist allgemein bekannt. Wo denn? Auf Lummerland oder wo? Die Geschichten haben nicht so viel miteinander zu tun, Nils. Natürlich. Der Präsident möchte, dass sein Sohn die Machenschaften übernimmt. Der möchte aber mit den mafiösen Geschäften seines Vaters nichts zu tun haben. Das ist der Pate. Du kannst doch nicht jedes Schillerstück so lange drehen, bis es in irgendeinen Actionfilm reinpasst. Doch. Ich heiße Äpfel. Man soll eine Gerichtsdiener holen. An den Pranger mit ihr. Durch eine Netze soll meine Pläne zerschlagen und Vater und Sohn aneinander hetzen. Vater, ihr führt sie zum Pranger fort? Dann will ich unterdessen der Residenz eine Geschichte erzählen, wie man Präsident wird. Was soll das? Du erhebst dich gegen deine Familie, Michael. Ich heiße Ferdinand. Ferdinand! Du heißt Michael, ich bin dein Vater, ich muss doch wissen, wie du heißt. Führt mich zum Äußersten! Warum zeigt ihr euch eurem Sohn als Feind? Machen Sie ihm das Mädchen verdächtig. Ob wahrscheinlich oder nicht, ein Gramm Hefe reicht hin, die ganze Masse in eine fürchterliche Gärung zu versetzen. Aber woher das Gramm nehmen? Nun ja, ihren Herrn Sohn. Den umspinnen wir mit List. Gegen das Mädchen nehmen wir ihre ganze Gewalt zu Hilfe. Wo ist der Brief? Was suchst du? Wir setzen in aller Stille ihren Vater, diesen Musikus, fest und machen einen Brief der Tochter zur einzigen Bedingung deiner Befreiung. Einen Liebesbrief, geschrieben von des Mädchen Hand selbst. Einen Liebesbrief an... Irgendwen. Und der Vater wird erst freigelassen, wenn die ganze Familie einen körperlichen Eid darauf abgelegt hat, den Betrug zu bestätigen und den ganzen Vorgang geheim zu halten. Einen Eid? Was soll dieser Eid schwächen, Fruchtkopf? Fruchten, Schwachkopf! Nichts bei uns, Exzellenz. Bei dieser Menschensort. Alles. Steckt nicht solch teuflisch Herz. Doch, wenn alle Engel zusammentreten, für ihre Unschuld bürgten, wenn Himmel und Erde, Schöpfung und Schöpfer zusammentreten, für ihre Unschuld bürgten, es ist ihre Hand. Ein ungeheurer, ungeheuerlicher Betrug, wie ihn die Menschheit nie erlebte. Luise, schriebst du diesen Brief? Du lügst! So wahr meine Seele lebt, du lügst! Selbst die Unschuld bekennt sich auf dem Folterbrett zu Freveln, den sie nie beging! Ich fragte zu heftig, nicht wahr, Luise? Du bekanntest, weil ich zu heftig frage. Ich bekannte, was wahr ist. Schriebst du diesen Brief? Mein Gott, dem fürchterlich wahr. Ja, wusstest du nicht, was du mir warst? Ferdinand! Wusstest du nicht, dass du mir alles warst? Gehen Sie nun, Herr von Walter. Ich habe mich selbst verdammt. Verlassen Sie ein Haus, wo Sie so unglücklich wohnen. Ja. Mein Kopf brennt so febrisch. Willst du mir eine Limonade bereiten? Was? Geh jetzt nicht ab. Da steht aber so ein Text. Das ist mir egal. Was sind das für Frauenrollen? Stehen rum, heulen und werden zum Bierholen geschickt. Limonade. Oh, Limonade. Schiller mag ja ein Dichter und Denker gewesen sein, aber von Frauen hat der doch keine Ahnung. Ja, heul, heul, geh Bier holen. Das ist tiefstes Anatolien, Alter. Mein Leute, was passiert denn da?
Es gibt glaubhafte Augenzeugenbericht, dass ich bei der Fecht Soldatenweiber beschwungen hätte. Und das nur allzu oft und sehr gern. En Compagnie, wisst ihr, was dich heißt? Dich ist Französisch und heißt Gubbelsex. Bei einem Beischlag, wo ich brausete und stampfe, dich ist verbürgt. Hätte ich 25 Prise geistiger Tabak in der Nähe gehabt. Wisst ihr, was dich heißt? Gubbelsex. Das heißt, ich war zugekokst mit oben hin. Aber Körper wie ein Vogelscheuch. Schwätzer drecksschwäbig. Aber ich bin eine Partytür. Eine Partytür. Ein paar, ja, ja. Bettnässer bis 15 in Jungfrau noch viel länger. Ich meine, wenn man mit 13 Jahren in eine knallharte Militärschule geschickt wird, dann läuft in der Hinsicht nicht viel. Und diese Schule, die war ein absoluter Albtraum. Der ganze Tagesablauf war geprägt von gegenseitigem Ausspionieren und totalem Kadavergehorsam. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es sei denn, man arbeitet bei Lidl. Gut, dann schon klar. Gegründet wurde die Schule vom Herzog von Württemberg. Das war so ein typischer degenerierter Adliger, so mit ganz dünnem Blut. Also der ist nicht ganz so schlimm wie Ernst August von Hannover, aber ziemlich nah dran. Ja, der war nachts der totale Partymeister und Geldverschwender und tagsüber Menschenschinder und Tyrann, der totale Soziopath. Hunderte Kinder besorgt und sich als deren Ziehvater aufgespielt. Dem war ganz egal, was die Kinder wollten, die mussten studieren, was er ihnen sagt. Und die Kinder durften in der Schule nur Fachliteratur lesen, also keine Gedichte, Romane, Playstation, Theaterstücke. Und Theaterstücke schreiben war sowieso verboten. Aber Schiller hat es trotzdem gemacht. Und er hat sich auch innerhalb seiner Stücke an keine Regeln gehalten. Aristoteles hätte sich im Grabe umgedreht. Und Tarantino würde es lieben. Und bei der Premiere von den Räubern, ja, da ist er einfach desertiert. Der ist von Stuttgart ins Ausland, also nach Mannheim, und hat sich das ausgesehen. Hat sich die Premiere angesehen, dass das verboten war, hat ihn nicht interessiert. Ja, das war dem scheißegal, der ist dafür in den Knast gegangen. Der war ein Rebell. Ja. Schiller war ein Kämpfer, ein furchtloser Kämpfer. Man könnte sagen, Schiller war Don Carlos. Ihr sprecht von Zeiten, die vergangen sind. Auch mir hat einst von einem Carlos geträumt, dem es feurig durch die Wangen lief, wenn man von Freiheit sprach. Doch der ist lang begraben. Den du hier siehst, das ist der Carlos nicht mehr, der sich vermaß, in süßer Trunkenheit der Schöpfer eines goldenen Alters in Spanien zu werden. Der Traum war kindisch, aber göttlich schön. Vorbei sind diese Träume. Roderich, mein Roderich, ein entsetzliches Geheimnis brennt in meiner Brust. Hör an, erstarre, aber erwidere nichts. Ich liebe meine Mutter. Das ist doch ganz normal, das tut doch fast jeder. Nein, nicht so, sondern richtig. Jetzt regt euch mal nicht auf, das war nicht seine leibliche Mutter, sondern die Frau seines Vaters. Und eigentlich war sie seine Geliebte und der Vater hat sie ihm ausgespannt. Ah, okay, doch, Schwager. Ja, also, früher hätte man das wahrscheinlich so gesagt. Oder man hätte das bei Vera Mittag geklärt. Ja, aber jetzt waren Don Carlos und Prinz Philipp König und Prinz eines gigantischen Reichs. Da konnte man das nicht auf so profane Art und Weise klären. Ja, und einfach zu einem betrunkenen Ägypter ins Auto hat man die auch nicht setzen können. Die ganze Sache war also ziemlich knifflig. Nur wenige Augenblicke alleine mit ihr. Und euer Vater? Von meinem Vater sprich mir nicht. Ihr hasst euren Vater. Ich dafür, dass eine knechtsche Erziehung schon in meinem jungen Herzen der Liebe zarten Keim zertrat. Die Königin kommt. Einen Augenblick gelebt im Paradies wird nicht zu teuer mit dem Tod gebüßt. Sie waren mein, im Angesicht der Welt mir zugesprochen, mir zuerkannt von zwei großen Thronen von Himmel und Natur. Und Philipp. Reich zum Erbe gibt. Und sie zur Mutter. Großer Gott, sie rast. Weiß er auch, wie reich er ist? Hat er ein fühlend Herz, das ihrige zu schätzen? Sie sind für mich verloren. Hölle liegt in diesem Gefühl. Hölle liegt im anderen, sie zu besitzen. Ich fasse es nicht, meine Nerven fangen an zu reißen. Sie zu erkämpfen, habe ich Riesenkraft. Sie zu verlieren, keine.
Dembowski, der Gegenprinz, der König kommt. Seine Atmung ist fürchterlich, erblickt er sich. Ich bleibe. Elisabeth! Elisabeth! Hallo! Sie haben in schwachen Stunden mich gesehen. Die Erinnerung macht Sie so kühn. Sie vertrauen auf eine Allmacht, die Sie oft genug an meiner Festigkeit geprüft. Hä? Jetzt, was machst du denn da? Was denn? Glaubst du, Schiller? Wo ist denn deine Allmacht? Yes, yeah. Glaubst du, Schiller hat Don Carlos als Kasperle-Theater geschrieben? Nee, sonst hieß es ja auch Don Kasperlos. Das ist auch kein Kasperle-Theater, was ich spiele. Das ist total. Das ist die Muppet-Show. Das ist total. Was denn? Ich bin König Philipp, sein Vater, sein alter Herr. Was heißt denn Ihr alter Herr? Gerade mal 40 und Don Carlos 20. Ja, guck mich an. Und es gab auch einen Grund, warum Don Carlos mit seinem Vater nichts zu tun haben wollte. Ja? Man, König Philipp, das war so ein extremer Choleriker. Und nicht so ein Tatakai. Ach ja, klar. Der war ja Spanier, so ein Südländer mit so einer ganz kurzen Zündschuss, so ein Auslastertyp, so wie Joe Pesci, ja? Pass auf, ich spiel's doch mal, ich komm doch mal wieder als Joe Pesci da rein. Komm, ich mach das jetzt doch mal! Action! Der König, check aus dieser Gegenprinz, der König kommt! Dein Atem ist fürchterlich, erblickt er sich. Ich bleibe. Elisabeth! Ja, Sie haben einen starken Stuhl nicht gesehen, die Erinnerung macht Sie so kühn, ne? Was ist das hier für ein Scheiß? Das ist mein Schirm. Ach so, gib mal her das Ding. Hey. Ja, was? Ich habe eine Frage an dich. Warum lachen immer alle, wenn ich komme? Das weiß ich nicht. Wie komisch oder was? Bin ich irgendwie angemalt? Bin ich ein Clown, ne? Nein. Du kannst es mir doch sagen. Du bist meine Frau, sag's mir. Warum lachen alle? Das weiß ich nicht. Ich will küssen. Kleine, miese Schlampe! Warum lachen immer alle, hä? Was ist so, du fucking fuck, fuck off, fuck you, fuck, was? Ach ja, ich bin ja Spanier, hä? Ich brauche einen spanischen Akzent. Hija, de puta, was denn? Kein spanischer Akzent. Philipp der zweite Sohn von Karl dem V., seines Zeichen Kaiser von Deutschland. Der war Habsburger aus Deutschland. Philipp war Deutscher? Er war Deutscher. Du, Deutschland, Deutscher, du. Und seine Ehe mit Elisabeth? Seine Ehe mit Elisabeth war eine glasklare Zwangsheirat. Hier, da, du, Deutschland, Zwangsheirat. Du. Ach so. Entschuldigung. Oh, Schatz. Die Leute sind da. Bin nur gestolpert. Ich weiß, Hasi. Ja, und? Das war früher so, tiefstes Mittelalter. Das ist lange her, bei uns. Weißt du, seit wann bei uns in Deutschland Vergewaltigung in der Ehe überhaupt strafbar ist? Nein. Seit 1997. Aber das lernt jetzt jedes Kind in der Odenwaldschule. Bis dahin konnte Papi mit Mami machen, was er wollte. Echt? Ach, echt. Ach, das ist ja geil. Weißt du, dass ich noch nicht mit dir fertig bin? Vater! Was zu Schwächen mich geführt. Vater! Kann auch zu Raserei mich bringen. Vater, nein! Aber ich kann! Und ich werde auch diese letzte Schwäche besiegen. Und dann gnade ihn und mir, Elisabeth. Vater! Und dann meinetwegen fließe Blut! Vater! Ah! Geben Sie diese unnatürliche Vergöttung auf, die uns vernichtet. Geben Sie Gedankenfreiheit. Dein Geruch ist Mord, Vater. Das Schwert gezückt gegen den Vater. Königsmord. Glaubt ihr, ich sei rasend? Ich bin nicht rasend und wär ich so, tatet ihr nicht gut daran, mich zu erinnern, dass auf meine Schwertespitze euer Leben schwebt. Ich bitte euch, haltet euch entfernt. Verfassungen wie meine wollen geschmeichelt sein. Warum von 1000 Vätern just eben diesen Vater mir? Schlafschatz. Seht ihr
mich an. Seht, wie seine Finger bluten. Und seht auch hierher. Das hat er getan. Der große Künstler. Lass mich weinen. An deinem Herzen heiße Tränen weinen, du einziger Freund. Ich habe niemanden auf dieser großen, weiten Erde, niemanden mehr. Ich bin tief bewegt. Ich möchte dafür diesen Ring. Hey, diesen Ring verleihen. Ich habe ihn extra anfertigen lassen, um meinen Namen im deutschsprachigen Sprechtheater unsterblich zu machen. Und nur der größte deutschsprachige Schauspieler hat das Recht, ihn zu tragen. Den Iffland-Ring. Und dieser Schauspieler bist ab heute. Ruhe. Jetzt kommt er. Aua! Oh. Doch sehr überraschend. Doch wirklich sehr überraschend. Danke. Das ist bestimmt die tollste Auszeichnung, die man als Schauspieler sich nur vorstellen kann. Natürlich ist sie das. Toll. Gut gespielt, Emil. Ah, danke, Alter. Echt top. Super. Man ist immer noch so gut, wie der Gegner es zulässt. Kannst man MSV fragen. Nein, aber ich hätte das nicht gedacht, dass jemand das, also dass jemand mit so kulturfremdem Migrationshintergrund so gut das macht. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Und wenn ihr uns Unrecht tut, sollen wir es dann nicht rächen? Oh, wow! Wow, Mann! Das war genial! Ja, das Ding ging hier rein, ey! Aber das war Shakespeare, Mann! Das war Shakespeare! Ja, das war Shakespeare! Ey! Du kannst doch in einem Schillerstück nicht Shakespeare sprechen! Du hast gesagt, er ist auf Lebenszeit! Das hast du dir jetzt verscherzt! Jetzt stell dich doch nicht so an, Iflan. Iffi. Iffi? Du hast gesagt, er ist auf Lebenszeit. Aber mach dir nichts raus. Weißt du was, der Iffland, der hat 7 Imitationen anfertigen lassen. Und der echte wurde in einer riesen Zeremonie verliehen. Ja, und der jeweilige Iffland-Träger musste testamentarisch verfügen, wer es als nächstes bekommt. Und wer trägt den Iffland-Ring? Adolf Hitler, der gerade diesen Bruno Ganz gespielt hat. Oh, tja. Ah, der war aber auch gut, oder? Wer bekommt ihn denn nach Bruno Ganz? Weiß ich auch nicht. Das muss Bruno Ganz erst testamentarisch verfügen. Ein Ring, sie zu knechten, die alle zu finden, ins Dunkle zu treiben, ewig zu binden. Nein, stopp! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns jetzt im Jahre 1787 und machen jetzt in etwa 12 Jahre Pause. Das genügend Zeit, die ein oder andere Freundschaft zu schließen. Oder sie zu beenden. Hey, das ist genügend Zeit, um die französischen Bürgerrechte zu erwerben, von Weimar nach Jena zu ziehen, ein paar Kinder zu zeugen und genügend Zeit, sich von unserem sympathischen Gastronomiepersonal das ein oder andere geistliche Getränk servieren zu lassen. Egal, wofür Sie entscheiden, kommen Sie bitte rechtzeitig wieder, denn den zweiten Teil erwarten Sie... Johanna von Orléans. Maria Stuart. Johann Wolfgang von Goethe. Adolf Hitler. Und Indiana Jones. Nein. Du spielst nicht Indiana Jones. Komm, bitte, bitte. Du spielst nicht Indiana Jones. Ich hab extra eine Peitsche gekauft. Oh. Oh.